Hallo und herzlich willkommen, Lise. Jetzt hör auf, Schluss jetzt. Pfui. Hallo und herzlich willkommen. Grüß, ne? Genug von diesem Thema. Kommen wir zu einem neuen Thema. Nämlich hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Project Zero 2. Dieses Part Nummer 7. Eigentlich ist das gar nicht lustig, Alter. Eigentlich ist das überhaupt nicht lustig. Oh, hör mir auf, ey. Bist du zu reingekattet? Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Das kommt in die Outtakes mit rein, der Scheiße, ey. Haben wir nicht. Natürlich haben wir das. Haben wir schon mal gehabt, Outtakes. Ja, im ersten Part, weil im ersten Part wird ja niemals der erste, also im Outro nicht das Bild mit dem ersten und einmal mit dem letzten Video gezeigt, sondern einfach schau das oder das. Dann zeigen wir hier halt nicht die Videos von dem letzten. Natürlich, ist wichtig. Ne? Ist es gar nicht. Das bleibt jetzt so drin, jetzt fang an. Ist das, ja gut, jetzt entspannt. Ja, nee, das ist ja wegen dir jetzt. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Project Zero 2. Ich bin der Dodo, neben mir sitzt natürlich der... Drakey, natürlich, wie immer eigentlich. Ich frage mich, warum ich das immer wieder sage. Ja, ist ja auch sein, dass jemand anders hier auf einmal sitzt. Ja, kann ja. Nö. So, dies ist natürlich Part Nummer 7. Ja. Und wir startet erstmal hier Dingens. Ich mache mir erstmal Sound auf die Ohren und dann... Das ist schön, dass du das tust. Started. So. Ja, auf geht's. Halbe Stunde, liebe Freunde. So, du warst ja hier drinne. Das ist korrekt. Da gab's ja diese Geistergeschichte. Das ist korrekt. Ja, und das war's. Hier hast du ja schon alles abgeklappert. Ja, Schlüssel halt, ne? Gekriegt. Ja, Schlüssel bekommen. Der Dreifachraub, der Schlüssel. Ich weiß, du willst, dass ich da durch diese andere Tür gehe, aber wir waren hier auch noch nicht überall. Natürlich. Es gab draußen auch noch eine Tür. Ja, die wird nicht aufgehen. Warum? Wenn wir wissen, wo wir müssen, willst du den ganzen Weg wieder zurücklatschen, ne? Nur damit du nicht in den Raum musst. Richtig. Nein. Oh Gott. Mein Controller, der Dingens hier vibriert. Wie Fernbedienung oder Remote? Das ist die Fernbedienung, ne? Ja, oder das, Remote. Ach, das ist egal, ja? Das ist beides. Im Englischen heißt es, glaube ich, nur Remote. Ja, so. Und das Ding in der linken Hand nennt sich Nunchuck. Ja, die Remote hat vibriert. Aber du kannst ja gerne vorher speichern. Wäre eh besser, weil den Kampf eben gerade möchte ich nicht nochmal erleben. Die Laterne leuchtet sanft. Wenn ihr mal geile Cosplayerin sehen wollt. Was sind das? Ja, und du speicherst, kann man ja ein bisschen reden. Also. Besuch doch gerne einmal auf Part 3, bitte. Nummer 3. Aber haben wir noch nicht gesehen. Ich mach es einfach, wenn du sagst. Ja, ich hab die Videos... Doch, das Video habe ich, glaube ich, noch. Bin mir nicht sicher. Ich muss ja immer Platz scheffeln. Ja. Ich hab nicht unendlich Platz auf der Festplatte. Sicher, ich... Nimm mal 5. Kannst du noch weiter nach rechts gleich? Probier mal gleich. Probier. Muss ich nochmal anrufen. Ist egal, machen wir, probieren wir nächstes Mal. Lindsay Elise, meine absolute Lieblings-Cosplayerin, die ich kenne. Es gibt bestimmt noch geilere Frauen, aber die kenne ich. Wenn ja, nicht. Dann schreib's doch mal in die Comments. Ja, das ist aber auch immer Geschmackssache. Schreib's in die Comments. Ja. Das war keine Aufforderung, das war ein Befehl. Ja. Natürlich noch Jessica Nigri, die soll jeder kennen. Das ist, glaube ich, so die bekannteste, zumindest bei uns in EU. Und Liz Cat, oder Katz, wie auch immer. Auch sehr nice. Wie heißt die letzte? Liz Katz. Ach so. L-I-Z-K-A-T-Z. Ehemalige Pornodarstellerin. So. Oh mein Gott. Das ist so, hast du 3 Stück jetzt, oder was, Kinder? Das waren 3, ja. So, die erste war ja Lindsay Elise. Ja, dann habe ich noch gesagt, Jessica Nigri, die sollte eigentlich jeder kennen, weil das so die bekannteste ist. Kennt eigentlich fast jeder.
Musst du mir nachher nochmal zeigen. Und halt, Litz Katz. Ja, Litz Katz habe ich hier aufgeschrieben. Nein, du hast den Pornonamen aufgeschrieben. Ja. Den ich jetzt aber nicht erwähnen werde, weil wir ja vielleicht auch junge Zuschauer haben. Wie richtig. Die das Spiel eigentlich nicht sehen dürfen. Voll uninteressant. Wir spielen hier Project Zero und du kommst zu Pornodarstellerin. Nein, ich habe Cosplayer gesagt, was mit Gaming zu tun hat. Ne? Ja, die Tür ist aber doch verschlossen. Ja, du musst ja auch die andere öffnen. Ja. Wollen wir ihn nochmal durchlucken? Ich glaube, es geht nicht. Wir können uns nicht zweimal die Sachen durchnehmen. Oh, schade. Ich finde das eigentlich ganz cool. Aber den Grund, dann weiß ich, dass ich alles abgeklappert habe im Raum. Ich hasse zum Beispiel Spiele, wo Truhen sich immer wieder schließen. Knips! Hat er wieder den falschen Knopf gedrückt. Ja! Entschuldige bitte. Ah, er hat was fallen gelassen. Ich weiß jetzt gar nicht, was er gesagt hat. Keine Ahnung. Ich konnte so schnell nicht reagieren. Ich wollte eigentlich was trinken, aber ich habe die ganze Zeit Angst, dass irgendwas passiert. Ja. Machst du das jetzt auch so, ne? Ja, den kennen wir auch. Und das kennen wir auch. Könnte man meinen, ne? Das ist ja, das war aber bestimmt Kiri. Weil Kiri sich verliebt hatte. Ach, Kiri meine ich ja auch, ja. Nicht ja. Oh, das darf ich lesen. Schriften des Volkkundlers Nummer 4. Zu meinem Glück werden die Archive des Dorfes im Haus des Oberpriesters aufbewahrt. Die meisten dieser Aufzeichnungen befassen sich mit den uralten Mythen und Legenden des Dorfes sowie mit den Zeremonien, die hier seit undenklichen Zeiten abgehalten werden. Ja, komisch, dass noch nie jemand was gemerkt hat. Vieles davon ist von großer Interesse für einen Volkskundler wie mich. Wie auch immer er heißt. Und die geheime Zeremonie, die in diesem Dorf stattfindet, ist auch als Scharlach-Opferfest bekannt. Mit Hilfe zweier Zwillingsmeiden des Schreins wird dabei das Tor versiegelt, das zur Hölle führt. Das sei Ritual. Komisch, ne? Hier heißt es jetzt komischerweise Scharlach-Opferfest. Ja, vielleicht weil das verschiedene Namen hat, dieses Opferdingens. Oder es verschiedene Arten davon. Und hier werden auch zwei benötigt. Hm. Im ersten Teil waren, ist egal. Das Scharlach-Opferfest besteht aus zwei Teilen. Dem wahren Ritual, das regelmäßig abgehalten werden muss, und dem Schattenritual. Letzteres findet statt, falls das wahre Ritual scheitert. Ah, dann ist das, pass auf, das wahre Ritual ist dann vielleicht das mit den Seilen und so. Mit Kiri. Und falls das scheitert, muss das Schattenritual mal durchgeführt werden. Komisch, dass sie es da nicht gemacht haben, weil das mit Kiri ist gescheitert. Deswegen ist ja das mit dem zweiten nochmal hier. Okay. Und das Schattenritual ist vielleicht das, was du in diesem Teil machen musst. Möglich. Das wäre eine Möglichkeit. Und vielleicht erfährt man dann im dritten Teil, oh mein Gott, es ist beides gescheitert, es gibt noch eine ultimative Möglichkeit. Aber das werden wir dann im dritten Teil sehen, falls wir den nochmal spielen. So. Und weiter, bitte. Ja. Ja. Sollten beide Rituale misslingen, kommt es zu einer Katastrophe. Die haben wir ja schon miterlebt. Die als die Buße bekannt ist. Denn dann steigen die Toten aus der Hölle auf und der Himmel selbst wird verschlossen. Ja. Muna Kata sagt, Izuki und Mitsuki, seine Freunde aus Kindertagen, seien verschwunden. Ich muss gestehen, die Tatsache, dass Zwillinge ausgerechnet in einem solchen Moment vermisst werden, weckt mein Interesse. Ja. Wir müssen sie finden. Ich habe das Gefühl, sie können uns viel über die Zeremonie verraten. Auf jeden Fall. Wisst ihr Bescheid? Ich glaube, ich trinke jetzt mal. In der Hoffnung, dass nichts passieren wird. Ich bin mal so mutig. Ja, habe ich ja schon aufgesammelt, den Kram, der da noch. Ups.
Ja, und die Tür müsste jetzt aufgehen da vorne. Ach ja, sonst war es ja schon über eins da. Ja. Die Tür ging vorhin auch offen. Ja, stimmt. Das gefällt mir aber gar nicht. Gosh. Ja, wenn du es aufhebst, Kraft schon hat, ist das klar. Ja, offensichtlich. Ja, das ist wirklich offensichtlich. Aber da haben sie sich ja mal gar keine Mühe gegeben, ne? Oder bleibt einfach liegen. Dass man denkt, er wird Krapsch noch ein. Der krapscht wahrscheinlich so oder so nach mir. Berühre. Ich will nicht. Ich weiß, dass jetzt was passiert. Ja komm, steh auf. Steh auf, Junge. Der steht bestimmt jetzt auf. Ja. Jetzt steht er gleich auf und greift dich an. Und dann noch so ein Billigfilm, ey. Ja. Bevor wir schon 99 haben, wir können also gar nicht mehr mitnehmen. Ich dachte, da passiert jetzt noch was. Du bist jetzt auch so, ich dachte gerade echt in der Ego-Kamera, wie kann das denn passieren? Das ist ja wie bei The Walking Dead von Telltale, wo man denkt, jetzt hebe ich den Schlüssel auf und der Zombie beißt mich. Ja. Passiert aber nichts. So eine Spannung aufbauen. Halt. Das ist die falsche Tür, ne? Das weißt du. Die kann ich öffnen, die Tür. Oder? Die Tür kann ich, die war vorhin abgeschlossen, die Tür. Es gibt außerdem nur die Tür. Ja, ist ja gut, ich habe mich geirrt, ja. Entschuldige, meine. Ich meine, wir können ja, wo kann man nochmal die Karte auf? Plus. Plus. Es gibt nur die zwei Türen, ja. Ich dachte gerade, du wärst an einer anderen Tür, deswegen. Mhm. Aber hast natürlich recht. Das ist die richtige Tür. Ja. Jetzt steht er auf. Oh, der bleibt liegen, bis man wieder vorbeikommt. Och nö, ey. Das sieht aber noch ganz freundlich aus. Noch. Die Puppen sehen auch nicht ganz so schlimm aus. We promised to stay together forever. We run from here. Das ist doch, der hat doch einen Kopf in der Hand, ey. Auf jeden Fall. They all died. They all died. Mayu! Mio, what happened? Someone called to me. They told me to come back. They said the ceremony must take place once more. The ceremony? Oh, let's stay together. Oh. Ja, Kopf an Mamas Brust. Und jetzt hat sie gleich eine Leiche in der Hand oder so. Das ist ja auch krass. Ja. Oh, wie bei... Ah, nee, würde ich nicht sagen. Für den Film ist beides. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, das Waisenhaus unbedingt gucken. Ach so, ja. Das tut ja. Ja, kann man machen. Kann man machen, der Film war genial. Man kann ihn einmal gucken und dann war's das, ey. Ja, natürlich. Das ist wie mit Mission Impossible oder wie hieß das andere? Final Destination. Final Destination. Kannst du auch nur einmal gucken und dann war's das. Hm. Alles, was nicht dein Wissen ist, kannst du immer nur einmal gucken. Also Filme, die mit deinem Wissen spielen. Über die Geschichte. Wenn du die dann kennst, dann ist klar, ist der Film und gut. Nee, man kann nicht weiter nach rechts gehen. Dann speichere Driver. Nee, 5. 5? Ja. Speichere ich über. Ist Mario wieder, ja, doch Mario wieder dabei. Mhm. Die geheime Zeremonie! Ja. Aber sie, ist ja nicht unbedingt ein Vorteil, dass sie wieder dabei ist, ne? Das geht. Ich meine, sie sieht schon geil aus. Sie hat aber kleinere Brüste als Mio. Das kann man das irgendwie nachprüfen? Das hat man gerade gesehen. Ja, aber sie sieht trotzdem, sie hat aber die Schleife vorne, ne? Ich habe ja meine Schleife hinten und sie hat ihre vorne. So. Du hast Schleifen hinten? Nein, sie, also... Ja, kann ich bestätigen. Die Hauptdarstellerin. Halt die Klappe. Schwachsinn, ey. Oh, da liegt noch was. Das muss ich aufsammeln.
Du hast gerade gepennt, warum frierst du hier? Nee, nach dem Schlafen friert man immer, das stimmt allerdings. Die friert nicht, sie hat Angst, glaube ich. Das ist ihre Angsthaltung. Ich meine, hier, Mio läuft ja auch so rum. Haha, Arschlecken. Das ist eine easy Taktik, ne? Einfach immer ab und zu loslassen, dann funktioniert das nochmal, kommt die Hand nicht. Oh, ein Schmetterlingstagebuch. Oh, oh. Bitte. Darf ich kurz was trinken, damit ich befeuchtet bin alles? Oh, alter Mann! Hey, das ist der mir jetzt Dodo selber nicht aufgefallen. Schleifen am Rücken und ganz offensichtlich eine Vagina, damit er befeuchtet ist. Das findet sich Abgründe auf, sowas weiß ich seit Jahren nicht von dir. Das ist aber traurig, weißt du? Wir kennen schon. Ich hab schon mal einen Sack von dir gesehen. Über 10 Jahre bevor, schon viel länger. Über 10 Jahrzehnte sind wir schon befreundet, weißt du? Über Jahrzehnte, über Jahrzehnte, wir werden mindestens 20 Jahre befreundet. Mhm. Nee, was natürlich stimmt, da wir beide mindestens 60 sind. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott, ich muss das vorlesen. Entschuldigung. So, Schmetterlingstagebuch 1. Heute kamen einige Besucher in unser Dorf. Es sind ein Volkskundler und sein Assistent. Ein Junge namens Munakata. Er sagte, er sei gekommen, weil er sich Sorgen um Izuki mache und stellte viele Fragen über ihn. Aber man hat uns gewarnt, ihm nichts über das Dorf zu erzählen. Wir konnten ihm nicht verraten, dass Izuki in ein Lagerhaus eingesperrt wurde und er ihn wohl nicht treffen könne. Wird. Könne wird. Könne wird. Ja. Hat sie das geschrieben oder würde ich jetzt... Ja, tatsächlich. Ja, sie hat es geschrieben. Das heißt... Unsere Mutti. Und der Typ, der eingesperrt worden ist, das war der, der mit Kiri... Aber Kiri war doch schon ein bisschen älter, als sie ihn getroffen hat. Das war ja als Kind hier gerade. Das sind, glaube ich, andere, die hier gerade vorgelesen werden. Ja, aber er wurde ja... Der Forscher hat eine spezielle Schachtel dabei, die Bilder von Dingen machen kann. Eine Kamera. Ja, nein, ist eine Schachtel. Ja, ist eine Schachtel, ne, die Bilder machen kann. Und er hat... Das wird immer besser, ey. Und er hat ein Bild von uns gemacht. Mein Gesicht sieht auf dem Bild etwas merkwürdig aus. Aber wir haben uns trotzdem sehr darüber gefreut. Die Leute sagen, aus dem Forscher solle ein Sternchen werden. Weil wir noch nicht gereinigt sein. Was bedeutet denn jetzt Sternchen? Das will das Spiel wohl noch nicht verraten. Ein Opfer? Wahrscheinlich. Von irgendwas? Ja, das kann sein. Das soll ein Opfer, weil er sucht sogar seinen Zwillingsbruder. War das der Folklore-Forscher, der seinen Zwillingsbruder sucht, oder der Junge, der ihn begleitet hat? Ich möchte dir keinen Müll erzählen, aber ich glaube, müsste man noch mal eine Seite vorher lesen. Ist ja egal, oder? Ja. Wir müssen ihn dazu bringen, vorzugehen, bevor das geschieht. Ich muss mit meiner Schwester eins werden. Es ist das Richtige, Sai. Ja, Sai und... Yai. Yai, ach, das ist der Name. Sind Zwillingsschwestern. Ja. Voll einfallsreich, ne? Bei dem einen einfach ein Y davor gesetzt und bei dem anderen S. Yai und Sai. Und schon hast du zwei Namen. Ich werde meine Töchter später auch so nennen. Yai und Sai. Und die Ältere nenne ich dann Kiri. Du hast also drei Töchter, davon gehst du aus. Vielleicht. Dass du dann auch noch Zwillinge kriegst beim zweiten Mal. Nein, ich habe nur gesagt, die Ältere heißt Kiri und die anderen beiden heißen Yai und Sai. Interessant. Und dann meinst du, das würde die Frau mitmachen? Die hat gar nichts zu melden dann. Achso, natürlich. Ja. Außerdem wird sie auch ein Spiele-Nerd werden. Das hoffe ich jedenfalls. Das Lustige ist, der Mann kann tatsächlich den Namen entscheiden. Ja. Das ist ganz einfach. Weil der Mann bei der Geburt ja meistens mit der Hebamme
mit dem Kind, das waschen geht und nochmal und so weiter. Und jetzt kriegt das das Armbändchen, wo der Name draufsteht. Und da wird dann nochmal nämlich gefragt, wie soll das Kind eigentlich heißen? Das Kind und die Frau ist nicht dabei. Und dann ist das entschlossene Sache. Fertig. Natürlich muss man später, der Name steht dann ja eigentlich noch nicht fest, immer nochmal zum Einwohnermeldeamt mit dem Kind. Ja. Und da wird der Name eigentlich erst richtig festgelegt, weil da wird es dann eingetragen. Ja, das aber das kann man dann ja auch einfach ohne der Frau machen. Das stimmt allerdings. Das kostet sogar noch Geld, Alter. Das ist voll dreist, ey. Dass du dein Kind einen Namen gibst, kostet Geld in Deutschland. Mhm. Das ist alles Geld. Die Mutter ist tatsächlich kein Gesicht. Ja. Aber warum? Die war als, Kind schon besessen von Geistern. Ja, liegt ja in der Familie, der ganze Scheiß. Du kannst ja auch schon Geister sehen. Das ist auf jeden Fall merkwürdig. Ich weiß auch, vielleicht ist immer eine Schwester der Zwillinge immer die spirituelle. Weißt du? Ich wette, wenn wir jetzt... Oh Gott, jetzt habe ich mich... Was hast du denn, Alter? Ich habe mich erschrocken, weil die Schwester zurückgegangen ist. Ich wette, wenn wir jetzt von ihr... Kann man von ihr ein Foto machen? Natürlich kannst du ein Foto machen. Ja, aber das sieht man bestimmt nicht, oder? Weiß ich, musst du mal drücken. Mach mal. Boah, das blendet wie Sau, Mann. Und jetzt gehen wir ins Menü. Es gibt ja ein Album. Was mach ich denn hier? Ah, ich hab A gedrückt. Keine Ahnung, was du machst. B drücken. Fotos. Hier gibt's Sinn. Boah, irgendwo ganz unten, naja. Da war es doch gerade. Ganz normal. Was lustig ist, das Spiel erkennt auch, wen du fotografiert hast. Mayu Amakura, das ist sogar ihren Nachnamen. Opfer des Kusabi. Sag ich doch. Die sieht schon schlimm aus, ne? Voll aufgeschnitten. Wie du auch einfach nicht weiterspielst. Doch, ich hab... das war nur gerade interessant gerade. Entschuldige bitte. Ja, sie hat Angst. Ja. Das war mir klar. So, was sehr merkwürdig ist, wenn man denkt, dass sie vor kurzem alleine durchs Dorf gegangen ist, zu unserer gruseligen, lachenden Frau. Ja. Und sich hat erwürgen lassen. Ne, sie lebt ja noch, sie wurde ja nicht erwürgt. Rätsel? War dies aber im Mädchenzimmer? Das ist mehr für Mädchenzimmer. Kannst du mal anklicken. Oder so. Sagst du das gleiche nochmal, ey. Da wird wohl nichts passieren. Ich werde, wenn du den Raum verlässt, dann passiert da was. In Sicherheit. Fällt der Kopf ab. Verloren wir. Und hier liegt ja noch der Geist im Raum. Der wird zwischen aufstehen und nach Mayu grapschen. Mhm. Ja, steht jetzt schon auf. Hol, ne, dass man ihn jetzt noch nicht anvisieren kann. Was ist denn das, Alter? Voll dumm. Kannst ihn noch nicht knipsen. Na, muss erst an mir vorbei anscheinend. Das ist hohl, oder? Ja, das ist total bescheuert. Schon, man hört ihn vorher schon, dass der Geist sich bewegt. Muss halt. Oh, fick dich, komm! Der Geist ist ja easy. Ja.
voll einschläfern, Alter. Oh Mann, oh, der kam unnötig lange, ey. Warum machen sie sich den Feind so mit so viel Energy, ey? Wenn er doch eh nichts kann. Jetzt hast du ihn zu dir geschossen. Doch nicht. Er will Mario grapschen. Sag mal, kriegt er wieder Energie wieder, oder was ist das hier? Nee, es dauert einfach nur unfassbar lange. Jetzt. Max Schuss, jetzt hat er doppelt so viel AP, war dann sehr gut. Diese Kämpfe sind echt unnötig lang gezogen, ja. Was? Was? Wo ist er? Da, bei Torgel. Ich würde da weggehen von der Wand. Ey. Oh, was war Johann geditscht? Oh! Oh, verdammtes! So ein Special Guys. Warum, Alter? Macht man denn mit so viel Energy zu dem Puppenkopf? Das kannst du leider zurückgehen. Ja, in den Raum wieder zurück, ja, das weiß ich. Unnötig lang gezogen, ja. Ja, definitiv. Voice. The chosen maiden becomes a butterfly and ascends to heaven. Becomes a butterfly and saves the village. Du hast nur noch 30 Sekunden. Wo, was muss ich denn machen jetzt? Weiß ich nicht. Ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll. Kannst nur die Puppe bewegen, wo Platz ist. Gehe ich von aus, ja. Gerade mal die erwählte Maid ist die oben rechts. Ich muss in die Mitte. Puppe bewegen sich nicht mehr, scheint. Nee, beide kommen in die Mitte. Das kann ich nochmal machen. Warte mal, ich glaube was anderes. Beide müssen oben rauf, ne? Mhm. Die rechte noch. The chosen maiden becomes a butterfly and ascends to heaven. Also leicht. Becomes a butterfly and saves the village. Ich kann nicht den unteren hier irgendwie. Nee, da sind doch mal Pokémon im Weg. Wieso kann ich die obere nicht wegbewegen? I can hear a voice. The chosen maiden becomes a butterfly and ascends to heaven. Becomes a butterfly
and saves the village. Mann, jetzt sind beide in die Mitte. Das geht das doch nicht. Weil du kannst ja da rechts, wo jetzt die Lücke ist, keinen mehr hinschieben. Das geht ja, funktioniert ja nicht. Richtig. Das ist doch bescheuert, ey. Ja, halt der Maul jetzt. Going to heaven. Da wollte ich ja und gehen. So. So, ich lass mal überlegen. Was anderes. Vielleicht müssten auch die beiden Mönche da und die gelblich sind oben rauf. Nee, das sind aber keine Maiden. Maiden. Ja, aber ist ja egal, vielleicht kriegst du dann irgendwas, damit das funktioniert, weil das funktioniert nicht, dass du die Rechte da oben hinkriegst, das ist nicht möglich. Weißt du? Ja, das geht ja nicht. Du kannst ja immer noch hin und her schieben, ja, funktioniert ja nicht. Obwohl, das ist es gleich, nee, doch nicht, das müsste gehen mit denen. Das sind vielleicht, die haben halt vielleicht eine Maske auf. Oh! Schaffst du eh nicht mehr. Ja, einmal versuche ich das aber noch. Nämlich auf die beiden, die gelben, werden noch die Köpfe draufgesetzt. Die haben da nämlich noch keine, das können nur die sein. Wieso kann ich nicht einfach... Das war keine gute Idee. Ja, wie soll der das auch, aber... Oh, ich kann da einfach nicht. Ja. Oha, noch 5 Sekunden. Nicht geschafft. Ey, aber so geht das. Natürlich geht das so. Aber du hast ja einmal drehen unnötig rauf angehangen. Oh Gott, ey. Nicht nur das hier, wenn du nach rechts und links, manchmal macht er das nicht. Kann ich nicht beurteilen. The chosen maiden becomes a butterfly and ascends to heaven. Becomes a butterfly. Du musst nämlich ja? Voll behindert, ey. Jetzt würde ich gleich bis ganz oben durchziehen. Ja. Aber das geht ja gar nicht, oder? Doch, das geht. Guck, da kann ich nämlich nicht. Du kannst da nicht nach oben nehmen. Weil die Statue kaputt ist. Schaust du wieder nicht. Nee. Aber nur weil ich zeitlich. Ach, scheiß drauf, mach du das gleich, ey. So, egal. Ja, ich hab da keinen Nerv mehr drauf, ey. Nur weil diese scheiß Analog-Dingens hier. So, egal. Ja, such die Fehler immer schön woanders. Wirst du ja gleich selber sehen, ja. Du weißt ja jetzt, wie du das machen musst. Immerhin habe ich herausgefunden, wie man das machen muss. Ob das habe ich herausgefunden. Wollte ich nur mal so sagen, dass ich gesagt habe, dass du die orangen Figuren oben raufstellen musst. Nicht du. Kannst du das ja wenigstens auch gleich machen, ey. Ja, mach du das gleich im nächsten Part. Ja. Mal gucken. Ja. Vielleicht ist es auch ganz falsch und die anderen Frauen müssen da hoch. Nee, das ist ja nicht möglich. Ja. Nee, ist auch für Zeit hast du gar nicht. Wenn ich für die beiden anderen Pissdinger schon... Das eine meinte ich nur eine Sekunde mehr gebraucht, ey. Egal.
Naja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch ein Däumchen nach oben. Ja, wenn nicht, dann halt nicht. Aber wenn nicht, dann schreibt es doch in die Comments, warum, damit wir es besser machen können beim nächsten Mal. Wir sagen eigentlich immer nur, dass die Kritik in die Comments schreiben sollen. Ne? Ihr dürft auch gerne Lob schreiben. Ihr dürft auch Lob schreiben, ihr dürft oder auch irgendwas anderes. Fragen stellen, etc. Also wir würden uns auch mal über Fragen freuen, über viele Fragen, viele Kommentare. Freuen wir uns gern. Mhm. So, ja. Wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, dann abonniert auch diesen Channel, besucht uns auf Twitch, Facebook oder Twitter. Die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen, irgendwas loswerden, irgendwas beschäftigt dich, irgendwas? zu den Cosplayern, wie diese heißen, hat der Drake ja schon gesagt. Vielleicht schreibt das nochmal in die... nee, macht er nicht, okay, dann nicht. Die Leute sollen ja aufpassen, zuhören, dann können sie da nachher. Richtig. Just say. So. Okay, ich bin der Dodo und ich sage Tschululu und auf Wiedersehen. Ich bin der Draggy. Tatsächlich, ja. Tatsächlich. Nee, natürlich nicht im wahren Leben, sondern nur hier. Und ich sage auch, Mount Ryan, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Und so weiter. Jetzt hast du dich aber enttäuscht, du hast gesagt, du bist der Draggy, aber nur hier. Hm? Nicht im wahren Leben. Jetzt sind die alle so, was? Das heißt nicht Drake im wahren Leben. Oh mein Gott! Jetzt habe ich ihn aber schon gegoogelt. Ja. Nein, okay. Also, du wirst jetzt, dass der Dodo Schleifchen am Rücken trägt. Ich trage keine Schleifchen auf dem Rücken. Ist auch egal.